Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Tauziehen anzunehmen bei Gitwude in der Giragavesund. An dieser Position, die lehnt sich hier gegen einen Baum. Moin moin, immer schön auf Kurs. Hab die Quest angenommen. Nun darf ich hinlaufen zu diesem Gebilde. Bitte erstmal die Mobs, die mich verfolgen. Das sind ein Haufen Mobs. Das Gebilde heißt Verheddert das Bauwerk. Und hier muss man, glaube ich, diese Kiste rausfischen. Ich habe hier schon einiges versucht, um mich verschieden hinzustellen, um die Kiste beim ersten Mal zu ziehen. Kiste oder dieses Fass, weiß ich jetzt nicht genau. Also das hier und das hier ist es sicher nicht. Und ich glaube, es liegt an der Anzahl, die man ziehen muss. Also jetzt muss man ein bisschen weggehen, sobald man das Seil hat. Ich glaube, man muss mindestens 2 bis 4 Mal ziehen, bis man das Richtige hat. Das ist auch das Falsche. Das ist auch das Falsche. Jetzt ist noch ein Mob geredet. Diese Krabbe hier habe ich eben hinausgezogen. Gehört quasi zur Quest. Weiter geht's. Und das ist, glaube ich, das Richtige. Jawohl, dann muss man dieses Fläschchen hier looten. Seebärengrog. Und dann ist die Quest auch schon bereit zur Abgabe. Ich glaube, jetzt werden wieder ein paar Mobs ändern. Natürlich. Also das Gebiet finde ich furchtbar von dem Gegner her. So, Quest ist abzugeben bei Gitwude in der Divagardesund, in dieser Position, wo ihr die Quest auch angenommen habt. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao!